Wäre es nicht schön, es gäbe einen Planeten B, auf dem wir leben können, wenn es auf der Erde zu ungemütlich wird? Klar, und da kommt der Mars ins Spiel. Könnten wir nicht auch dort leben? Was hält uns noch davon ab? Vor allem wohl die Tatsache, dass wir Menschen sind und damit um einiges sensibler und zerbrechlicher als das, was wir bisher auf den Mars geschickt haben. Allein die Anreise. Zur ISS sind es durchschnittlich nur etwa 6 Stunden. Zum Mond schon etwas länger, rund 3,5 Tage. Zum Mars wären es aber mindestens 260 Tage. Da wird es nicht nur ziemlich eng in so einer Raumkapsel, auf einer Reise im Weltraum prasselt auch kosmische Strahlung auf uns ein. Winzige, energiereiche Teilchen, die von der Sonne oder von explodierenden Sternen ins All geschleudert werden und die für uns Menschen auf der langen Anreise sehr gefährlich sind. Denn sie gelangen durch die Außenwand des Raumschiffs und durch unseren Körper. Dabei demolieren sie unsere Zellen. Wir brauchen also Schutz bei Ausflügen ins All. Für die nächsten Reisen zum Mond ist geplant, dass die Astronautinnen und Astronauten ihr Gepäck um sich verteilen. Optimal sieht anders aus. Hat die Wissenschaft vielleicht noch eine bessere Lösung, um uns vor kosmischer Strahlung zu schützen? Die Strahlung ist ein potenzielles K.O.-Kriterium und wir müssen wirklich hart daran arbeiten, Lösungen zu finden. Die Wissenschaft arbeitet also noch an einer optimalen Lösung. Und da warten schon die nächsten Herausforderungen. Wir brauchen pro Person 780 Liter Wasser für die Reise, 260 Kilo Sauerstoff und bis zu 780 Kilo Nahrung. Und da das alles durch unseren Körper geht, genau, natürlich auch ein Bordklo. 2, 1, 0. Geht so eine Reise nicht effizienter, also platz- und gewichtssparender? Inspiration für wissenschaftliche Konzepte gibt's in der Science Fiction. In 2001 Odyssee im Weltraum sind die Astronauten für ein paar Monate im Kälteschlaf, um zum Planeten Jupiter zu fliegen. Und auch in Alien erwacht die Besatzung aus dem Kälteschlaf, kurz bevor der ganze Horror beginnt. Ist das nur Science Fiction oder vielleicht eine denkbare Methode, uns sicher und gewichtssparend zum Mars zu bringen? Klar ist das Science Fiction, aber es ist auch nicht völlig unrealistisch zu denken, dass wir eines Tages ein ähnliches Modell für Astronautencrews im Weltall haben werden. Also ähnlich wie bei Bären? Die machen nicht wirklich Kälteschlaf, aber immerhin Winterruhe. Dabei fahren sie ihre Körperfunktionen und ihren Stoffwechsel auf ein Minimum herunter, bis zu 75%. Dadurch brauchen sie nichts oder nur sehr wenig zu fressen und hängen die meiste Zeit in ihrer Höhle ab. Wir Menschen können das nicht. Oder sollten wir sagen, noch nicht. Derzeit laufen Studien, wie wir einen Menschen gefahrlos in eine Art Winterruhe versetzen können. Durch Meditation und indem wir durch intravenös verabreichte Medikamente die Herzfrequenz senken. Sogar die Strahlenbelastung wäre geringer, weil unsere Zellen weniger aktiv sind. Es ist aus praktischer Sicht sinnvoll. Wenn man den Stoffwechsel des Körpers verringert, braucht man weniger Nahrung. Das könnte eine Möglichkeit sein, das Leben in den Tiefen des Weltraums zu erhalten. Punkt für die Mars-Enthusiasten. Und wenn sie dann nach der langen Reise im Kälteschlaf aufgewacht sind, ist die nächste Aufgabe zum Glück mal nicht ganz so kompliziert. Das Navigieren zum Landepunkt. Seltsamerweise kennen wir die Oberfläche des Mars nämlich ausgesprochen gut. Sogar besser als die unserer Erde. Aber warum? Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Erde ist zu 80% von Wasser bedeckt. Und der Mars hat eben keine Wasserkörper, die die Beobachtung mit Satellitendaten zum Beispiel behindern. Und deswegen haben wir da die gesamte Marsoberfläche schon mit Lasershots abgescannt und kennen die ganzen Höhen alle 100 Meter. Und wir konnten natürlich von jeder Oberfläche ein Bild machen. Von einigen sogar schon mit einer Auflösung von bis zu 25 Zentimetern pro Bildpunkt, was für uns Marsforscher natürlich höchst auflösend ist. Vor dem ersten Schritt des Menschen auf den Mars kommt aber noch die gefährlichste Etappe der Marsreise, die Landung.
Der Luftdruck beträgt nur etwa 1% des Drucks auf der Erde. Das ist sehr niedrig. In so dünner Atmosphäre ist das Abbremsen extrem schwierig. Deswegen ist es schon ein echtes Kunststück, Rover wie die Curiosity oder Perseverance in einem Stück heil auf dem Mars zu landen. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Immerhin hat das schon geklappt. Aber es ist eben auch nur ein Rover. So ein Rover wiegt alles in allem nur gut eine Tonne. Wenn Elon Musk eine Ladung Siedler zum Mars bringen will, wird das aber deutlich schwerer. Und der Treibstoff, den es für Abbremsen per Rückwärtslandung braucht, wiegt natürlich auch einiges. Ein Höllentrip mit ungewissem Ausgang. Abbremsen aus 27.000 Kilometer pro Stunde bei Temperaturen, die den Stahl der Rakete zum Schmelzen bringen können. Die Landung von Menschen auf dem Mars wird eine technische Meisterleistung sein. Schon die Erfolgsquote bei der Landung von Roboterfahrzeugen auf dem Mars liegt nur bei etwa 50%. Und diese Fahrzeuge sind im Vergleich zu dem, was er vorschlägt, ziemlich klein. Alles muss funktionieren, sonst gibt es einen Absturz und alle sterben. Sie wollen also auf dem Mars begraben werden? Aber nicht gleich beim Landen. Landen ist also lebensgefährlich. Da hilft kein noch so charmantes Lächeln.